Hallo Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Guide-Video von mir. Und zwar will ich euch hier auf der Karte mal zeigen, wo ihr alle Leuen finden könnt. Und dazu sage ich euch noch eins, ich zeige euch die Position nur auf der Karte und nicht vor Ort, weil ich die alle abgefarmt habe und bei mir momentan, warum auch immer, der Blutmond gar nicht passiert. Ich muss einfach mal gucken, ob ich ein Update laden muss oder sonst was, weil ich habe jetzt hier richtig viele Nächte danach verbracht und die sind alle weg und es passiert einfach nichts. Ich kann gerade auch nichts farmen, deswegen hier den Guide einfach auf der Karte. Und ich fange nochmal an und zeige euch hier oben rechts, was wir da für eine Reihenfolge an Leunen haben. Ich zoome auch rein, dann könnt ihr das auf jeden Fall gut nachvollziehen. Hier oben im Akalla-Gebiet, in der Nähe der Akalla-Ebene, haben wir einen roten. Ein Stück weiter südlich davon, ein ganzes Stück, unter Taburasa, haben wir auf der Unuga-Ebene einen weißen. Hier unten die drei eng zusammenliegenden Schwerter. Im Sumpf von Ranel haben wir einen blauen. Etwas weiter unten rechts davon, in Ranel, haben wir hier auf dieser Ebene auch einen blauen. Und hier unten haben wir auch einen blauen auf dem Ranel-Plateau. Weiter unten, da habe ich meinen neuen Guide gemacht, finden wir einen weißen in Firone. Also einen weißen neuen auf dem Kamas-Plateau. Hier im Akumintal haben wir einen blauen. Hier unten im Teota-Sumpf haben wir auch einen blauen. Und hier im Stygral-Plateau haben wir auch einen blauen. Hier links dem Beryl-Schneefeld haben wir einen weißen. Hier finden wir einen roten. Hier finden wir einen roten. Hier finden wir einen roten. Und auch hier finden wir einen roten Leun. Und oben links, das ist der letzte Spot für die Oberwelt, finden wir einen blauen. Okay, hier im Untergrund haben wir an der rechten Stelle einen silbernen Leun in Plattenrüstung. Da kommt ihr hin, wenn ihr in der Oberwelt oben rechts von Kakariko in das Loch geht, in den Untergrund fallt und dann von links nach Norden oben euch vorarbeitet und dann kommt ihr an die Stelle. Dann haben wir hier, wo Majora's Mask ist, findet ihr auch in dem Video von mir, die schwimmende Arena. Da sind fünf Leunen, ein roter, ein blauer, ein weißer und zwei silberne, der letzte mit Rüstung. Hier an der Stelle finden wir einen blauen in Rüstung. Da kommt man hin, indem er bei diesem Turm beim Nordabgrund des vergessenen Plateaus runterspringt und so zur Arena kommt. Hier bei dieser Wurzel haben wir links davon einen blauen Leunen, auch in Rüstung. Da kommen wir hin, indem wir vom Gerudo-Turm hier südlich davon in das Loch gehen. Und dann können wir uns auch von hier nach Norden hocharbeiten und kommen dann da an die Position. Und der letzte Leune ist ein weißer Leune. Den finden wir bei der Wurzel rechts davon an der Position hier. Und da kommen wir hin, indem wir über den Tilio-Berg westlich davon in das Loch runterspringen und dann in den Untergrund uns nach Osten vorarbeiten. Tut mir leid, dass ich euch die Positionen nicht mit den Videos gezeigt habe. Meine Leuen sind alle tot und irgendwie passiert bei mir einfach kein Blutmond und ich habe keine Ahnung warum. Deswegen reicht das mit der Karte hoffentlich. Ich habe es euch ja detailliert gezeigt. Zur Not könnt ihr euch es nochmal anhalten. Das sind alle Positionen von Leuen an der Oberwelt. Da habe ich keine weiteren gefunden und hier unten habe ich noch nicht alles erkundet. Da kann natürlich sein, dass noch irgendwo einer rumhüpft, aber das sind so die gängigen Positionen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Däumchen nach oben da lasst und mich abonniert. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und Erfolg bei der Leunenjagd. Ich setze euch in die Videobeschreibung noch meinen Leunen-Guide und auch den Majora's Mask-Guide. Und dann danke ich euch ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Guide wieder. Macht's gut!